Hallo ihr Lieben, ich hatte euch ja irgendwann mal, ich glaube in einem DM-Haul, ne, einen flüssigen Bronzer vorgestellt. Das heißt, ich habe ihn gekauft und habe versprochen, dass ich den irgendwann mal zum Einsatz bringe. Also ich habe ihn jetzt über mehrere Tage probiert, auf verschiedene Art und Weise. Also das ist von der Firma L'Oréal, Bonjour Sunshine. Das ist ein flüssiger Bronzer in einer ultraleichten Textur. Das sind so ein Tübchen drin. Ich zeige euch das mal. Kann man sehr schön mit einer Creme mischen, um es aufs ganze Gesicht zu geben. Oder unter einem Make-up kann man es auch mischen. Ich habe das mal unter meiner geliebten Puder Foundation, dieser Mineral Foundation von Bare Minerals, ausprobiert, weil ich die im Sommer leichter finde und die deckt auch prima ab. Ich habe hier überall Mückenstiche, also habt ihr vielleicht auch. Sehen aus wie Pickel, sind aber Mückenstiche. Und das geht selbst bei einer Mineralfoundation. Also so würde ich das Produkt jetzt nicht auftragen, jetzt auf das Gesicht. Es hilft wohl, schon vorhandene Bräune mehr zum Leuchten zu bringen, hält wohl 24 Stunden, braucht man allerdings nicht und ist angereichert mit so einem Kokosextrakt. Also sehr pflegend, feuchtigkeitsspendend, nicht austrocknend. Man muss ja relativ schnell das Produkt verteilen. Ich werde als allererstes jetzt mal diese Mineralfoundation aufgeben, ins Köpfchen, Pinsel rein, abklopfen. Und verteilen. Ja, ich habe mir überlegt, was man jetzt dann noch für ein Rouge auftragen könnte. Also ich würde dann auf jeden Fall ein cremiges Produkt benutzen, nicht unbedingt ein Puderrouge, ist mein Empfinden oder meine Empfehlung. Oder eben das hier, diesen Rosy Glow. Da hat man zwei Produkte, die sich gut miteinander verstehen. Also die Mückenstiche kriege ich nicht weg, ne? Selbst mit einem Concealer, ich lasse es auch. Ich habe es gestern probiert, mit einem Concealer diese Mückenstiche wegzubekommen. Nee, ging nicht. Die sind da. Aber sie jucken nicht mehr. Das ist schon mal toll. Sie jucken nicht mehr. So, jetzt werde ich nochmal schnell die Augenbrauen ein wenig nachziehen. Nur das Ende. Man kann das mit einem Beautyblender machen oder mit den Fingern oder mit einem Pinsel. Ich nehme jetzt mal den Finger und bin zunächst ganz sparsam. Und verteile mir den mal her. Ihr seht, das ist ganz schön braun, das Produkt. Und dann nehme ich den Pinsel und verteile das mit dem Pinsel. Es ist natürlich ratsam, den Pinsel danach auszuwaschen, weil ja dieser Bronzer jetzt in den Härchen auch ist. Also ich habe jetzt diese Erfahrung gemacht, dass ich das mit dieser Mineral Foundation wunderbar auftragen lässt. Man hat nicht so dieses, also das Gefühl, jetzt ein Make-up, also ein flüssiges, eine flüssige Foundation und diesen flüssigen Bronzer. Die Augenpartie muss hell bleiben, aussparen, ein bisschen auf der Stirn, die Nase. Ich könnte jetzt natürlich noch mehr auftragen, möchte ich aber nicht. Es ist ein schöner Glow und über diesen Glow gebe ich jetzt, über diesen Bronze-Glow gebe ich jetzt noch den Rosy Glow. Ja, ist ein bisschen blöd mit dem Mückenstich jetzt, ne? Aber das ist jetzt nun mal so. Es lässt sich ganz toll mit diesem einen Pinsel arbeiten. Super. Besonders wenn man jetzt in Urlaub fährt und nicht so viele Pinsel mitnehmen möchte. Passend zu so einem glowy Look passt natürlich ein schöner, farbenfroher Lippenstift, so pinky, orange oder peachy. Hier dieser tolle von
L'Oreal Nummer 247. Dieser Rouge Shine, den ihr im Sommer unbedingt im Kühlschrank aufbewahren solltet. Weil der ist, ich habe ihn gerade rausgekommen, der ist schon wieder weich. Weil eben so viele Öle darin enthalten sind, die natürlich pflegend sind, aber die werden natürlich weich, ne, bei der Wärme. So, fertig ist der Look. Dieser flüssige Bronzer ist wirklich zu empfehlen. Also ich mag ihn sehr gerne. Erst hatte ich so ein bisschen Schwierigkeiten und wusste nicht, ja, wie wende ich den jetzt an, auf dem ganzen Gesicht oder mische ich. Ich habe es auch schon mit einer Creme gemischt, das ging auch ganz gut. Aber es ist ja kein Make-up, es ist ein Bronzer. Ne? Und also ein bisschen, wenn man so ein paar Fleckchen hat oder so ein paar Unebenheiten oder so ein paar geplatzte Äderchen, ist eben schon schön, wenn man auch jetzt eine Foundation drunter aufgibt. Und diese Mineralfoundation, ich möchte übrigens eine andere Mineralfoundation testen, ich habe schon gestern eine gefunden von Alverde. Allerdings ist die in kompakter Form. Ich werde die mal kaufen und die ausprobieren. Mal sehen, wie die ist, wie die sich anstellt auf der Haut. Vielleicht ist sie ja gut. Ich meine, die kostet 5 Euro, ne? Und Bond Minerals kostet 30. Schauen wir mal. Mache ich dann mal so einen Produktvergleich. Also, was haben wir hier? Rosy Glow und Bonjour Shine. Nein, Bonjour Sunshine von L'Oreal. Ein flüssiger Rosy Glow, also ein Rouge und dieser flüssige Bronzer. Ich habe wirklich jetzt eine Weile gewartet, um euch das, weil ich es testen wollte. Wie stellt sich das an? Das macht sich gut über den Tag. Es setzt sich da nichts ab. Man hat da nicht irgendwie, hat man ja oft bei einem Bronzer, ne? Dass sich das irgendwie, wenn man schwitzt oder so, dass man dann so Streifen hat. Und das ist mit dem Produkt nicht der Fall. Es ist ein sehr schöner, ebenmäßiger Glow. Und, aber ich würde immer noch über so einen Bronzer, würde ich noch so ein bisschen Apfelbäckchen geben, um jetzt so ein bisschen Frische ins Gesicht zu zaubern, dass man so gesund aussieht, auch wenn man sich gar nicht gesund fühlt. Aber diese so rosige Wangen haben immer so einen Touch von Jugendlichkeit und von Wohlbefinden und wirklich, selbst wenn wir uns noch so mies fühlen, mit einem bisschen Lippenstift und ein bisschen Mascara und ein bisschen Rouge, sieht man gleich ganz anders aus. Und wenn man anders aussieht, fühlt man sich anders. Wenn man sich anders besser fühlt, hat man ein besseres, positiveres Auftreten, eine ganz andere Ausstrahlung. Die Augen strahlen, die rosigen Wangen und ein schön geschminkter, gepflegter Mund. Perfekt. So, ihr Süßen, ich wünsche euch wie immer das Beste, seid besonders gut zu euch und zu eurer Haut. Bis bald, ciao. So, das ist jetzt nochmal eine Vorstellung von einer Handtasche. Für Liebhaberinnen von kleinen Handtaschen. Das ist eine gesteppte kleine Handtasche mit einem goldenen, so einer Metallkette. Kennen wir von Chanel. Die Chanel ist natürlich unbezahlbar. Sie ist bezahlbar, also für Leute, die sehr, sehr viel Geld übrig haben. Die kostet ein paar tausend Euro, selbst wenn man sie gebraucht, also im Secondhand kauft. Ich habe diese kleine süße Tasche bei H&M gefunden. Die gibt es in schwarz und in so einem Puderton. Kostet 19,90 Euro. Ist ein Lederimitat. Vorderseite ist gesteppt. Hinten ist sie glatt. Hat einen ganz süßen Reißverschluss hier mit so einem kleinen Anhänger dran. Und hat sogar noch eine Innentasche mit einem Reißverschluss, wie ihr sehen könnt, ja, eine Innentasche noch. Also für abends zum Beispiel, ne? Passt auch in jeden Koffer rein. Für abends passt Tempotaschen durch einen Lippenstift, ein Schlüssel, ein Handy und was man sonst noch so hat oder mitnehmen möchte, passt prima da rein und es sieht wirklich ganz zauberhaft aus, auch in Puderfarben. Wollte ich euch jetzt mal so ans Herz legen, manchmal sucht man ja so eine kleine Tasche, will jetzt nicht so viel Geld ausgeben. Es ist wirklich ein schönes Accessoire für wenig Geld. Und ehrlich gesagt sieht sie sehr hochwertig aus. Ich finde, sie sieht sehr hochwertig aus.
gibt es bei H&M online zu kaufen oder auch noch in den Geschäften. 19,90 Euro. So, das war es eigentlich schon. Ich wollte euch nur mal diese kleine süße Tasche zeigen, diesen in Chanel-Optik. Ist zwar nicht Chanel, aber sieht so ein bisschen so aus und fasst sich wirklich toll an. Es ist wirklich klasse, das Ding. Muss ich echt mal sagen. Gefällt mir. Und da ich ja vieles, was mir gefällt, mit euch teile, dachte ich, dieser Einspieler muss sein.